Hallo Leute, heute will ich euch zusammen mit Fred wieder ein bisschen das Wahlergebnis näher bringen. Denn die Ampel ist ja jetzt vereidigt und da wird es höchste Zeit, sich das Wahlergebnis nochmal ein bisschen genauer anzuschauen. Bevor ich dazu jetzt aber komme, muss ich noch eins erledigen. Da hat nämlich Fred drauf bestanden, ich muss euch ein Katzenbild zeigen. Fred hat gesagt, ohne Katzenbild macht er nicht mit und deshalb könnt ihr jetzt einmal dieses nette Bild genießen und euch sagen, oh, wie süß. Ja, und das war's eigentlich auch schon mit dem Süßen. Wir gehen nämlich gleich nochmal rein in das Wahlergebnis, zum euch das ins Gedächtnis rufen. Es ist ja jetzt doch schon ein Weilchen her, dass gewählt wurde und ihr seht, dass zwei Parteien ganz viel bekommen haben, CDU und SPD. Und dann kommt hier hinten so ein bisschen der Rest. Und heute wollen wir uns mit einem Teil von diesem Rest beschäftigen, nämlich mit der AfD. Ja, jetzt kann man sich gerade mal fragen, AfD, naja, so 10% haben sie bekommen. Aber wer sind die überhaupt? Und deshalb als allererstes vielleicht mal, was heißt denn AfD überhaupt? Das ist ganz klar AfD, Anarchos fressen Drogen. Wir reden einfach drauf los und denken niemals darüber nach, was wir gerade erzählt haben. Zumindest ist das meine Interpretation. Manch anderer, vor allem aus der Partei, mag da einen anderen Namen rein interpretieren, aber ich finde, das passt hervorragend, denn den Blödsinn, den diese Parteimitglieder verzapfen, das kann man nur auf Drogen so tun. Und dann ist natürlich gleich die nächste Frage, aus wem besteht denn diese Partei so? Da haben wir eine ganz wichtige Persönlichkeit, das ist diese nette Dame hier, natürlich auf Drogen, wie sie es gehört von der AfD. Total verrückt, erzählt nur Blödsinn. Ich muss vielleicht mal fragen, was für Zeug die nimmt, weil die gängigen Drogen, die erzeugen keine so drastischen Sinnesveränderungen, wie es bei dieser netten Dame der Fall sein muss. Ihr seht schon, ich rede bewusst von Dame. Es geht jetzt nicht wirklich um eine Katze, sondern eigentlich geht es um diese Frau, wobei ich sagen muss, das Bild mit der Katze hat mir besser gefallen. Alice Weidel ist jetzt eine sehr wichtige Person in der Partei, nicht die Parteiführung, aber eine, die doch für Interviews gerne zur Verfügung steht und gerade auch bei Interviews immer wieder zeigt, dass sie eigentlich von nichts eine Ahnung hat. Und dass, wenn man auch nur einen Ticken Verstand zwischen den Ohren hat, dass man dann eigentlich solchen Blödsinn nicht erzählen kann, wie sie es tut. Ja, sie verfragt aber niemals, so überlegt auch nicht, ob das jetzt sinnvoll oder gut war, was sie da gesagt hat, sondern sie redet einfach und denkt halt niemals drüber nach. Und wie gesagt, naja, bei 10% der deutschen Wählern kam das ja auch irgendwie an. Das also so eine der Führungsdrogenkatzen von der AfD. Jetzt ist die Frage, was ist die andere Führungsspitze? Das sind diese beiden Herren, Herr Meuthen und Herr Krupalla. Naja, auch viel muss man nicht erzählen, nur vielleicht eins, achtet mal ein wenig auf die Körperhaltung und den Blick. Und dann sage ich euch, wer die beiden großen Vorbilder von diesen Leuten sind. Achtung! Ja, da seht ihr es, Donald Trump und Kim Jong-un, die großen Vorbilder. Vergleich mal Donald Trump mit Jörg Meuthen. Ja, man sieht das so, Haarfarbe gleich. Gut, Herr Meuthen guckt hier ein bisschen skeptischer als Donald Trump auf dem Bild und schaut mal den Herrn Krupalla, so von der Statur, von der Figur kann man ihn super mit Kim Jong-un vergleichen und auch so von den Idealen und von dem, was sie eigentlich erreichen wollen, passt das eigentlich hervorragend mit diesen beiden Leuten zusammen. Gerade Donald Trump, der immer behauptet, er ist demokratisch gewählt,
Er ist, oder also war, er ist ja zum Glück Vergangenheit, er war demokratisch gewählt, er war ja Präsident und er war ja auch voll demokratisch dabei, hat einfach immer gemacht, was er wollte. Und wenn der Senat nicht das wollte, was er wollte, dann hat er gemeckert und hat da versucht, Gesetze am Senat vorbeizuentlassen. Ja, also im Endeffekt wollte er das sein, was Kim Jong-un schon ist, nämlich Diktator. Hat in Amerika zum Glück nicht funktioniert. Hat mit Jörg Meuthen auch in Deutschland zum Glück noch nicht funktioniert. Denn man kann sich überlegen, was passiert, wenn sich Donald Trump und Kim Jong-un zusammentut und gemeinsam eine Partei führen würden. Das wäre dann die AfD. Das also so ein bisschen, damit ihr euch mal klar macht, mit wem haben wir es zu tun. Das ist eine Partei aus Leuten, die unseriöser nicht sein könnten. Und dann muss man sich doch fragen, ja, wer wählt denn solche Leute? Auch dafür habe ich knallhart analysiert und recherchiert und habe euch mal ein Beispiel mitgebracht. Das hier sind klassische AfD-Wähler. Okay, das mag jetzt ein bisschen altertümlich sein, passt aber auch total gut in die heutige Zeit, denn dieses Bild hier, das ist von Impfgegnern im angehenden 19. Jahrhundert entworfen worden und sollte einfach zeigen, dass wenn man sich gegen Pocken impfen lässt, man zu Kuh mutiert. Achso, das hier hinten, das sind dann schon so angehende Kühe. Hier werden die Leute geimpft, da hinten werden sie dann zu Kühen. Und das passt ja auch sehr gut zu dem, was die AfD heute vertritt. Wer sich gegen Corona impfen lässt, der endet dann irgendwann so als Kuh oder vielleicht als Katze oder als, was weiß ich, grauer Panther. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, alles, was da erzählt wird, ist ja völliger Blödsinn und entbehrt jeglicher wissenschaftlicher Grundlage. Und deshalb passt dieses Bild sehr gut zu den AfD-Wählern, weil das sind eben genau die Leute, die sagen, die Wissenschaft ist alles doof, die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender sind alle doof, das ist alles von der Politik gekauft, auch die Gerichte sind alle von der Politik gekauft. Und mein Wissen habe ich von Instagram und Telegram und was weiß ich, TikTok, was es da noch so alles gibt, an möglichst unseriösen Informationsquellen. Aber verteufeln muss man ja die öffentlich-rechtlichen Medien, so ARD, ZDF, ist alles Lügenpresse und keine Ahnung. Wenn euch das jetzt überrascht hat, dann muss ich euch sagen, nein, AfD-Wähler sind nicht alle rechtsradikale Neonazis. Das wäre tatsächlich ein völlig falscher Trugschluss. Also, ja, ein Trugschluss ist ja an sich schon falsch und der wäre dann auch noch völlig falsch, also absolut total falsch. Falscher geht's gar nicht, weil die Neonazis mögen vielleicht einen Teil der AfD-Wähler ausmachen, aber die meisten AfD-Wähler sind einfach irgendwelche Egomanen, die der Meinung sind, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, sie wissen alles besser. Sie wissen auch, dass die Corona-Schutzimpfung dazu führt, dass man zu einer Kuh wird. Und außerdem haben sie da auch schon genug Verwandte erlebt, die das durchmacht haben und jetzt als Kuh auf einer Weide stehen. Das sind so die klassischen AfD-Wähler. Ein bisschen kommt vielleicht noch dazu auch die Politikverdrossenen, wobei jeder, der Sinn und Verstand hat und politikverdrossen ist, trotzdem nicht die AfD wählt. Also denkt mal drüber nach, wenn ihr jetzt irgendwie schon mit dem Gedanken gespielt habt, irgendwann mal die AfD zu wählen oder jemandem zu empfehlen, die AfD zu wählen, dann gebe ich euch einen Tipp. Überlegt erstmal, nehmt ihr regelmäßig Drogen? Habt ihr völlig euren Verstand verloren und seid ihr absolute Egomanen und nur auf euch zentriert? Wenn ihr das alles mit Ja beantworten könnt, dann wäre die AfD tatsächlich eine Partei für euch. Und was mir ein bisschen Sorgen macht, 10% der deutschen Wähler haben alle diese drei Fragen mit Ja beantwortet.
Weil sonst wäre die AfD nicht bei knapp 10% gelandet. Tja, und da muss ich ehrlich sagen, das macht mich traurig. Das macht aber nicht nur mich traurig, sondern das macht auch Fred traurig. Und ihr wisst das ja schon aus meinem letzten Video zur CDU. Da war Fred am Schluss auch traurig. Und weil ich ja ein großes Herz auch für Computer habe, muss ich mich jetzt um Fred kümmern, muss ihn wieder ein bisschen aufmuntern, vielleicht mit ein paar Katzenbildern oder so. Und deshalb sage ich euch einen schönen Tag noch. Tschüss und bis zum nächsten Mal.